Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hearts of Iron 4. Wir haben hier wieder Infanteristen und wir wissen immer noch nicht ganz genau, gegen wen wir nachher überhaupt Krieg führen könnten. An die Sowjetpark. Ich glaube, das führt dann zum Krieg mit der Sowjetunion, ne? Details. Russen akzeptieren deutsch-sowjetischen Vertrag. Atomkraft. So, die kriegen auf jeden Fall Panzer. Die auch. Das ist eine schwere Division. Kommt die eben noch Training, bis alle fertig sind soweit. Das ist schon mal nice hier. Mit den Verteidigungslinien hier. Und wenn rein hier, ne? Details. Erstmal Wirtschaft wieder ein bisschen hochpumpen hier. So, strategische Zerstörung. Das ist doch gar nicht mehr so verkehrt. Marine habe ich schon. Landdoktrin ist ja auch bald fertig. Du gehst damit hin. Niederländisch-Indien am Krieg. Okay. Und ich darf mit keinen Krieg führen. Das ist ja nett. Aber alle anderen haben hier einen Spaß oder was? Nur ich nicht? Das ist irgendwie beruhigend langweilig. Weimarer Republik vom Anti-Sowjet-Pakt. Details. Krieg mit der UdSSR. Den machen wir noch nicht. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier irgendwo. Widerstandsziel, nein, nein, nein. Bauindustrie. Okay. Details. Direkt weitermachen hier. Du kriegst direkt einen General. Und euer Gebiet zu verteidigen ist hier. Ah,
Reinigtes Königreich. Moment. Militärzugang. Okay. 100% demokratisch. Ja. Wie ein Geier eine Leiche picken. Japan fordert französisch Indonesien. Ah. Werwolf, okay. So, gucken wir uns mal die britischen Divisionen an, die hier langlaufen, oder? Kann ich die mal genauer angucken, bitte? Nein, darf ich nicht? So, ich kann hier aber Flugzeuge jetzt einsetzen. Marinebomber nicht. Ja. Taktische Bomber, finde ich nice. Nummer Jäger 3. Und du, ihr kommt alle dahin. Ihr sollt jetzt aber alle, soweit ihr da seid, einmal trainieren, bitte. Es zieht zwar ordentlich an Sprit, aber wenigstens eine starke Unterstützung, wenn das mal hier losgehen sollte. Wenn es mal losgehen sollte. Japan hat Frankreich den Krieg erklärt. Okay. Leichte Kreuze, dann machen wir nochmal einen Zerstörer, ne? Nummer 10. Okay. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen, ne? Doch nice, die trainieren auf jeden Fall. Wenn das Training abgeschlossen ist, bin ich auch gut zufrieden. Treibstoffveredelung, okay. Aktueller Treibstoff, Verbrauch.
Wir importieren mal ein bisschen Öl. So. Macht sich das dann bemerkbar? Täglicher Zugewinn. Ja! Das ist doch nice. Dann kriegen wir trotz Training Rohstoffe dazu, also Öl dazu. Das ist doch mal nice, wenn man das erstmal so herausgefunden hat, dass das so geht. Das sollte man auch erstmal herausfinden, wie das so alle funktioniert. Dann alle mal Training hier. Marineübung. Luftwaffen und Marineübungen. Fließbandproduktion. Ressourcengewinnung. Und was ist das? Optimales Fließband und das flexibles Fließband. Flexibel. Ich mag's flexibel. Marinedioktrin. Da können wir gleich mal, wenn wir Schiffe auf Holokanne geforscht haben, können wir auch verbessern, ne? Ja. Kann ich denn irgendwas machen mit denen? So Beziehungen verbessern. Habe ich überhaupt so viele Punkte? Ja klar. Warum nicht? Probieren wir mal. Was ist hier passiert? Frankreich wird gegründet. Wow. Wir haben so viele Diplomatiepunkte, ne? Können wir davon nicht irgendwas... Faschismus verbieten? Nein. Pressezensur? Ja. Rennen an einer Bombe? Ja, können wir noch irgendwas machen? Meiser, dann haben wir hier Mauser, ne? Ausrüstung. Vom Opel. Forschungsgeschwindigkeit Industrie. Ja, und dann haben wir hier Kriegsführung, ne? Nein. Forschungsgeschwindigkeit an Raketen? Nein. Luftwaffen und Atomforscher? Warum nicht?
Militärstab. Umfangreich. Was ist das? Begrenzter Export. Warum nicht? Kriegswirtschaft, Teilmobilmachung, glaube ich, reicht, oder? Ja. Wir sind Zentrum. Was sind wir denn? Wir sind demokratisch, oder? Besetzte Gebiete? Naja. Wir haben auf jeden Fall ein paar Diplomatiepunkte eingesetzt. Wir sind nun allein vorherrschend in Europa. Frankreich war lange das Fundament der Stabilität Südosteuropa. Doch nun ist das gesamte Region quasi frei verfügbar. Wir können Nationen dort in unsere ziehen und niemand kann uns daran hindern. Oha. Das heißt, ich kann Kriegsgründe jetzt machen, oder was? Nein? Ich kann keine Kriegsziele reinbringen, noch nicht. Oh! Warum brauchen wir denn auf einmal so viel Eisen? Komm, Frankreich kriegt auch noch was. Verrückt. Okay, wir bauen ja gerade noch Bunker auf, ne? Was bringt das denn hier? So, Marine darf auch verbessert werden. Militärwirtschaft. Fehlt noch irgendwas? Häfen haben wir ja. Militärstützpunkt. So, passt. Auf volle keine Raketenbasen. Komm, eine Zivilfabrik darf. Drei Zivilfabriken dürfen auch noch. Dann gibt's volle keine Kriegswirtschaft. Passt. Das ist auch Infanteriedivision heißt, das ist mir völlig egal, wie die jetzt heißen. Das ist mir einerlei.
Das wird Zeiten. Krieg mit Japan. Vielleicht Militärzugang zu einer anderen Nation. Was ist denn jetzt hier in Europa eigentlich los? Ich kann hier gar keinen den Krieg erklären. Ich baue munter meine Armee, aber ich kann niemanden sagen, komm, wollt ihr jetzt mit mir spielen oder ne? Oh, irgendwie lustig. So, Details. Wir wollen jetzt gucken, dass er hier langsam ein bisschen was. Schwere Schwalbe unter den Atombombern, ne? Und auch gucken, dass er hier müssen wir da irgendwas einstellen, wenn wir da zum Beispiel die Raketen bauen wollen. Nö. Nehmen wir auch jetzt mal Training. Bis die soweit sind. Okay. Komm mit dazu. Eisenbahngeschütze habe ich nämlich nicht. Oh, ja, und ja, 1945 auch nicht. Kann ich denn hier Krieg erklären? Nee. Kann nicht Angriffspakt. Das vielleicht. Vielleicht muss ich ja doch irgendwas machen, was die weltweite Spannung erhöht. Muss ich nachher mal gucken, ob ich da irgendwas finde. Das haben wir jetzt eine gut ausgebildete Armee hier. Könnte Polen, wenn ich es könnte, könnte ich es überrennen. Und ich würde es so gerne. Aber ich kann nicht. Rohstofffabrik. Treibstoff erst mal hochpumpen. Wir haben keine Konvois.
Warum haben wir keine Konvois? Wir haben insgesamt benötigt Reserven 0. Interessant. Details, Atomreaktor. So, dann machen wir da mal Atomreaktoren hin, oder? Raketenabfangjäger 2. Atombombe bitte. Ich möchte eine schöne Atommacht werden. Das ist doch schön. Details, Bauwesen haben wir dadurch. Ressourcengewinnung plus 10%. Das ist durch, der Forschungsbaum hier. Zumindest, wenn ich das jetzt durchforsche, dann ist der Baum komplett durch. So, kann ich hier irgendwas machen, was die Spannungen hochhebt? Ja. Da habe ich doch was, was die Spannung hebt. Könnten wir gegen Japan Krieg führen? Auch nicht. Warum dürfen wir keinen Krieg führen? So, Armeen habe ich ja mittlerweile genug. So, die helfen da noch schön mit. So, diplomatiemäßig. Beziehungen verbessern. Wir freuen uns einfach gerade mal mit den Briten an. Warum nicht? Werfen Sie einem Panzer, der eine bestimmte Panzerwertung hat, und setzen Sie von... Ja. Hab ich gemacht. Und dann nochmal eine Panzerdivision.
sind ja ordentlich Panzer drin in der Division, wa? Und ich darf mit niemandem Krieg führen. Binden wir Kriegszeit jetzt Griechenland, ne? Können wir auch Krieg gegen Griechenland machen? Nein. Oh ja. Oh ja, die Linie umkehren. Das möchte ich noch schnell eben noch erleben, ob das wirklich geht. Ob ich dann Krieg führen kann. Was ist denn hier los? Schweiz, Italien, Krieg oder was? Tatsache. Königstiger bauen. Okay. Das war ein aggressiver deutscher Druck. Okay, Details. Krieg gegen Frankreich. Jetzt war Griechenland. Wir können Krieg erklären. Liebe Freunde, wir können einen Krieg erklären. Ui. Können Krieg erklären? Ja, interessiert die gerade wenig, ne? Warum geht ihr nicht rüber? Warum nicht? Was sind ihr denn? Geht ihr denn daran? Könnt ihr das? Nun könnt ihr das nicht.
So, er ist weg. Wenn habt ihr erst eine ehrenvolle Aufgabe? Dahin zu gehen. Und nicht anders. Ja, geht doch, oder? Dann können wir doch hier jetzt mal endlich den Krieg erklären, oder? Würde ich sagen. Angriff, meine Freunde. Moment. Wir müssen noch ein paar Flugzeuge euch zuordnen. Ja. Wir können hier. Perfekt. So. Bitte. Angreifen, bitte. Okay. Okay. Hellenische Republik ist geworden. Das geht ja jetzt ruckzuck, denke ich, mit den Niederlanden hier, ne? Und dann kann ich hier nämlich auch ganz schnell den Krieg erklären. Ja. So, erstmal nur auf okay gehen. Wir wollen den Krieg hier erstmal ein bisschen unter Kontrolle kriegen. Ja. Warum nicht? Nicht Angriffsfakt mit England, das ist okay. Das können wir machen. Können wir machen. Können wir machen. Ablehnen. Einladen. Okay, bin jetzt in den Alliierten. Ja, läuft. Oder auch nicht. Komm, wir machen ganz schnell Brüssel. Niederlande.
Aber alles. Bestätigen und beenden. Ja. Komm. Geh nach Brüssel. Belgien ist auch besiegt. Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? War jetzt völlig doof oder was? Was habe ich da denn jetzt für Mist gebaut? Gucken, kann ich laden? Noch passend laden? Wie laden? Gucken, was dann ist. Ob ich diesen Mist rückgängig machen kann. Ich möchte nämlich gerne die Sachen haben. Der Krieg ist nur da, ja. Okay, Belgien hat kapituliert. Ah. Genau so. Verstehe. Kann ich bestimmt später noch mal hinzufügen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, euer Schrank. Und beim nächsten Mal arbeiten wir hier alles ab. Naja, wir hätten... Wir haben was falsch gemacht. Wir hätten Niederlande nehmen können, aber ich habe einen doofen Anfängerfehler gemacht und nicht annektiert. Jetzt muss ich nachher nochmal Krieg führen gegen Amsterdam, aber es lief ja bis jetzt ganz gut. Und ich würde mal sagen, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge.